In Bregenz sind seit 2006 einmal jährlich Laureaten des Alternativen Nobelpreises zu Gast. Projekte der Hoffnung heißt die Initiative, die diese außergewöhnlichen Begegnungen ermöglicht. Während ihres Aufenthalts besuchen die Preisträger Schulen, halten Vorträge und sind im Gespräch mit den Menschen in Vorarlberg. Ich freue mich sehr, bei den 7 Projekten der Hoffnung 3 alternative Nobelpreisträgerinnen begrüßen zu dürfen. Nimo Bassi aus Nigeria. Ina May Gaskin aus den USA. Und Ruth Manorama aus Indien. Schon wenn man von diesen Menschen liest, was die machen und die dann im persönlichen Gespräch auch kennenzulernen, ist etwas unglaublich Besonderes und geht wirklich tief. Die Eröffnungsgespräche sind der Auftakt für die Tage, an denen die Preisträgerinnen Schulen besuchen und bei der Tagung vertiefend zu hören sind. Hier erzählen sie von ihren Projekten und bringen vielfältige Lebenswirklichkeiten nach Bregenz. Neben Vorträgen, Gesprächen und Dialogen mit den Preisträgerinnen ergänzen Film- und Theatervorführungen das Programm und ermöglichen unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten, für die der alternative Nobelpreis steht. Damit wollen die Projekte der Hoffnung eine Bewusstseinsbildung und Informationsvermittlung fördern, die alle Sinne anspricht. So after 40 years of this crazy way of giving birth, with women just enduring it, then we had a generation that said no. Ina May Gaskin ist Hebamme und engagiert sich für die Rechte von Frauen im Gesundheitswesen. Wegweisende Antworten auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Fragen zu finden, das zeichnet die Preisträgerinnen aus. Being a human rights activist in the country, I work with the marginalized groups in general and particularly the Dalits in India and Dalit women in India. Vom Kampf der Dalits, der Unberührbaren in Indien, berichtet Ruth Manorama. Ihr Lebensweg und ihr Engagement zeigen, dass Veränderung möglich ist. So that is why in our constitution we write equality, fraternity and social justice for all. We are claiming, but so difficult. Insgesamt erreichen die Projekte der Hoffnung im Jahr 2012 etwa 1.500 Menschen in Bregenz und Umgebung, darunter 600 Schülerinnen und Schüler. Also ich fand das richtig super, dass die hergekommen ist extra. Und ich konnte mich auch richtig reinfühlen, was sie erzählt hat. Und konnte mir richtig gut vorstellen, wie das Leben in Indien so ist. Ich finde, es hat jeder höre, wie es in anderen Ländern zugeht und wie gut dass es mir hat. Dass Leute da mal drüber nachdenken, wie es bei uns gut geht und der andere nicht so. Für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler stehen Abschluss und Berufsentscheidung an, der Übergang ins Erwachsenenleben. Uns ist wichtig, ihnen in dieser Phase einen Raum aufzumachen oder anzubieten, wo sie Menschen begegnen, wo sie spüren, die gehen für ihre Wahrheit und für das, wofür ihr Herz schlägt. Je mehr Krise entsteht, desto mehr Lösungen werden von Menschen entwickelt. Und wir müssen sozusagen die Geschichten dieser Lösungen erzählen, um Vorbilder dafür zu haben, wie wir mit der Zukunft kreativ umgehen können, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und sich zu fürchten. Nimo Bassi ist ein solches Vorbild. Beharrlich zeigt er auf, dass die Ölproduktion im Gegensatz zu anderen Energiequellen nicht zukunftsfähig ist. Nimo Bassi ist from Nigeria in West Africa. Welcome to Bregenz. Nimo Bassi hat den alternativen Nobelpreis 2010 erhalten, weil er die ökologischen und menschlichen Kosten der Ölförderung im Niger-Delta und an vielen Orten der Welt aufzeigt und mit seinem Einsatz die Umweltbewegung in Nigeria, in Afrika und weltweit stärkt. Ja, für mich war es wunderbar, dich begleiten zu können in den letzten beiden Tagen. Mir zentral hängen geblieben sind 2 Sätze. If you do the right thing, you can stand a lot of pressure. Und
leave the oil in the soil, leave the coal in the hole. Okay, let's try now. Because it was oil. Because it was oil. My preferred picture of the world is a world that lives in peace and harmony, and justice prevails, and everybody has equal opportunities, and the environment is respected, and we know that we don't own the earth, that this earth must be respected and protected and defended. That's the kind of future. I want to see a future where this happens.